Hallo und willkommen bei MyDeals. Mein Name ist Gene und in diesem Video geht es um den Hightech HZMP1 Portable Beamer. Der kostet gerade mal 80 Euro und was der alles auf dem Kasten hat, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Ja, ihr habt richtig gehört, der Beamer kostet gerade mal 80 Euro auf Amazon, knapp 80 Euro, um genau zu sein, um die 79,99 €. Und das ist ja für einen Beamer schon mal ein richtig guter Preis. Wir wollen als erstes mal schauen, was sich denn überhaupt in der Verpackung befindet. Da fällt auch direkt auf, dass diese wirklich sehr klein ist. Wir werden einfach mal schauen, was drin ist. Wenn man es aufmacht, ja, es riecht schon recht chemisch, muss man leider sagen. Aber das lässt uns natürlich erstmal nichts Schlimmes hoffen. Wir schauen einfach mal rein hier. Wir haben natürlich wie überall die Bedienungsanleitung mit drin. Das muss natürlich mit am Start sein. Interessiert uns jetzt erstmal weniger. Und dann haben wir hier diese Verpackung. Da lacht uns direkt auch schon der Beamer an, der in der Packung noch kleiner ist. Aber wir gucken erstmal drunter, was hier ist. Hier befindet sich zum einen die Fernbedienung drin, welche auf jeden Fall schon mal sehr eigenartig aussieht. Batterien sind nicht dabei, okay. Als nächstes haben wir dann noch ein AV-Kabel, ja, diese typischen Weiß-Rot-Gelb-Farbe auf AUX, okay. Und dann haben wir natürlich noch das Stromkabel, darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann haben wir hier zu guter Letzt den Beamer, welcher sehr leicht ist. Also ich würde sagen, der wiegt allerhöchstens vielleicht ein Kilo oder sowas. Ja, schauen wir einfach mal hier rein, das ist er also. So ein softes Plastik irgendwie, auf jeden Fall sehr komisch. Wackeln tut nicht so wirklich was. Und das ist er. Hier mit so einer kleinen Abdeckung noch dazu. Und dann haben wir ihn direkt auch hier schon in der Hand. Hier steht auch nochmal Hightech drauf. So sieht das gute Stück aus. Ist halt wie gesagt sehr, sehr klein. Und wir schauen uns als erstes mal an, was er denn so alles für Anschlüsse am Start hat. Was auffällt, auf der Rückseite hat er gar keinen Anschluss bis auf VGA unten. Manche Leute brauchen das ja noch. Auf der von vorne gesehen linken Seite haben wir dann den Anschluss für den Strom und auf der von vorne gesehen rechten Seite haben wir dann die Anschlüsse für AV, Kopfhörer, HDMI, SD-Karte, USB und USB-Out, wo wir dann wahrscheinlich irgendwie was laden können oder sowas. Ganz komisch, na gut. Auf der Oberseite haben wir dann noch so ein paar Knöpfe, die sich dann auch wahrscheinlich auf der Fernbedienung dazu befinden werden. Und das war es dann auch schon von den Knöpfen, mehr gibt es hier nicht. Was auf der Unterseite auffällt ist, wir haben eben hier so ein Ding, womit wir den Beamer hochstellen können, falls wir das wollen. Wir können ihn natürlich auch auf seiner normalen Höhe lassen. Und oben haben wir dann eben noch die Einstellung für die Linse, damit das auch alles scharf ist und die Entfernung passt. Das war es mit dem Beamer an sich. Wie gesagt, der Eindruck ist für 80 Euro in Ordnung, muss ich sagen. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, was der so alles kann. Also wir gehen jetzt in den Test. So, also der Beamer ist jetzt nun offiziell installiert und was soll man sagen? Also ich habe das jetzt eben an die Wand ran projiziert und die Kamera hält auch drauf und ich habe auch in den Farbeinstellungen alles so gut angepasst, wie es geht. Aber irgendwie läuft es nicht so, wie es laufen soll. Sehr schade auf jeden Fall. Aber eben, die Sache ist halt auch, das Ding kostet gerade mal knapp 80 Euro. Und was soll man da erwarten? Also kein Vergleich zu dem Beamer, den wir schon mal im Test hatten, zu dem Kurzdistanz-Beamer beispielsweise. Wir können auch ein paar Daten für den, zu dem Beamer loswerden. Der Beamer unterstützt 1080p, was ihr jetzt auch hier seht und was auch gerade läuft. Aber die Farben sind halt alle irgendwie sehr komisch. Der Beamer ist erblasst und das ist in dem Raum wirklich nicht gerade extrem hell. Also normalerweise könnte er mehr aus der Sache rausholen. Und nebenbei steht ja eben hier das MacBook und da sind die Farben halt, das ist so ein heftiger Unterschied. Also ist es jedem irgendwie selbst überlassen, ob man das wirklich machen will für 80 Euro für unterwegs. Ist es vielleicht ganz cool, wenn man wirklich keine hohen Ansprüche hat. Aber wenn man knackige Farben haben will, eine gute Schärfe, ist das eher nicht so der Fall. Zu den Rändern, man kann sagen, die Ränder sind in Ordnung. Unten wird es ein bisschen unscharf, oben ist es aber weiterhin recht scharf. Ansonsten, ja, wenn man zum Beispiel sieht jetzt in dem Video, das MyDeals-Logo ist jetzt unscharf, man sieht es wirklich nicht sehr gut. Aber ja, das ist wie gesagt jedem selbst überlassen. Wie ihr gerade seht, habe ich ja das Video jetzt angemacht und allgemein so ein paar Benutzungen, sagen wir mal, wir gehen jetzt hier auf Pages oder so, wenn man das Ding dann im Alltag richtig benutzen möchte, können wir hier mal eben ein Dokument öffnen und was reinschreiben. Ihr seht schon, auch wenn wir den Beamer scharf stellen, man sieht wirklich nicht viel, es ist irgendwie alles unscharf. Und ich habe echt mein Bestes gegeben, da die besten Einstellungen zu finden, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Und deswegen erklärt sich das einfach nur so, meiner Meinung nach, dass eben das das Beste ist, was geht. Und das ist schon etwas schade. Ich meine, ich kann ja hier gerade eben nochmal die Schärfe jetzt einstellen. Vielleicht wird es jetzt besser. Hier können wir das eben so, dieses Trapez manuell einstellen und hier die Schärfe. Aber ihr seht schon, das wird irgendwie alles nichts. Also wie gesagt, 80 Euro, ja, man sieht es leider, dass es nur 80 Euro sind. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Kamera. Ich werde jetzt noch ein kleines Fazit für euch zusammen machen, also bis gleich. So, da bin ich wieder auf der wunderschönen MyDeals Couch und jetzt gibt es noch das Fazit von dem Hightech. Wir haben ihn ja jetzt eine Weile getestet, also hinter der Kamera habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen rumprobiert und alles und ein paar Sachen ausgetestet. Und schlussendlich muss ich leider sagen, dass das Ding mich keineswegs begeistert hat. Aber was soll man erwarten? Ich meine, für 80 Euro sollte man jetzt keinen High-End-Beamer erwarten. Und deswegen denke ich, dass für Leute, die eben wirklich das Ding mitnehmen wollen und nicht
krass viel Leistung haben wollen, ist das Teil auf jeden Fall komplett ausreichend. Wenn ihr da ein bisschen rumspielt und der Raum wirklich recht dunkel ist, dann bekommt ihr da auch eine gute Schärfe hin. Ihr habt ein gutes Bild und sowas. Wie gesagt, das Ding hat ja auch Full HD und unterstützt sogar Wi-Fi. Also ihr könnt das Ding auch mit dem Internet verbinden. Ist natürlich auf jeden Fall sehr praktisch. Und von daher sind 80 Euro ein akzeptabler Preis. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass das Ding, wie gesagt, recht laut ist. Aber es ist auch irgendwie verständlich, weil es ja eben so ein kleiner Beamer ist und da muss da eben auch trotz dessen Luft rein. Ist das auch recht warm. Es hat nebenbei immer so ein bisschen nach Plastik gerochen, aber im Großen und Ganzen hat er dann trotzdem funktioniert. Wenn ihr Interesse an dem Ding habt, dann könnt ihr ja gerne mal zum Elektrohändler eures Vertrauens im Internet vorbeischauen und euch das Ding dann eventuell zulegen. Wie gesagt, für Leute, die keine hohen Ansprüche haben und das Ding eben auch mitnehmen wollen und sowas, ist das auf jeden Fall ein klasse Teil. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt den Beamer-Fans raten, sich das Ding hier zu holen. Da würde ich dann doch eher auf ein besseres und vor allem größeres Modell setzen. Aber gut, das war's dann auch mit diesem Video. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch einen Beamer habt, beziehungsweise ob ihr euch einen zulegen wollt. Schaut euch auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal an. Ich bedanke mich nun recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.